Vor langer, langer Zeit, als Wunder noch Wirklichkeit waren, lebten in einem kleinen Haus ein Mann mit seiner Frau. Die beiden waren glücklich und ihr Glück wurde gekrönt mit zwei wundervollen Kindern. Doch das Glück sollte nicht von Dauer sein. Eine schlimme Krankheit wurde der Mutter der kleinen Familie zum Verhängnis. Trauer und Armut schlichen sich in die Familie. Schon bald darauf heiratete der Vater erneut. Doch die Stiefmutter hatte ein Herz aus Eis. So begab es sich also, da ihre Armut so groß war, dass die Stiefmutter den Vater zu einer schlimmen Tat überreden konnte. Sie gingen mit den Kindern in den dunklen Wald, immer tiefer und tiefer hinein, bis sie sich schließlich sicher waren, dass die Kinder nicht mehr herausfinden würden. Und somit herzlich willkommen zu Es war einmal, Hänsel und Gretel. Till I hear him say. Ja, also ich hoffe, dass euch der kleine, etwas andere Einstieg in meine heutige Folge von Es war einmal gefallen hat. Es ist mal ein bisschen was anderes und ich wollte ein bisschen was ausprobieren. Ja, und wir nähern uns so langsam auch dem Ende dieser Reihe, zumindest in Hanford und Bagley. Vielleicht mache ich in irgendeiner anderen Welt dann auch weiter. Und ich habe eben noch ein paar Grundstücke jetzt unten in diesem Dorf übrig und da habe ich mir eben eins rausgepickt. Das ist wieder ein 20x30 Grundstück, wobei ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht ist es auch ein 20x15, ich bin mir gerade nicht sicher, aber genau, habe mir das Grundstück rausgesucht und habe eben erst den Grundriss gezogen. Ich hatte tatsächlich schon mal begonnen, einen Grundriss zu ziehen und habe auch, ja, schon einiges stehen gehabt und auch Aufnahmematerial davon, aber irgendwie manchmal bin ich nicht zufrieden mit meinen, ja, gebauten Sachen und ich habe tatsächlich lange gebraucht. Also ich glaube, die Aufnahme hatte ich bestimmt schon vor 3 Wochen oder so gemacht und habe es wieder verworfen, habe das komplette Grundstück wieder planiert und habe nochmal angefangen. Also das ist jetzt mein zweiter Versuch. Und dafür habe ich mir auch wieder ein Bild rausgesucht von einem alten Waldhütchen und wollte das Ganze auch etwas heruntergekommen aussehen lassen, denn ich habe mir so ein bisschen eine Geschichte eben auch zu dem Haus ausgedacht, wollte aber trotzdem, dass es von außen super einladend aussieht und trotzdem aber man die Jahre sieht, dass das Haus schon hinter sich hat. Und ja, so ein bisschen zur Geschichte von dem Haus, also wie ihr im Vorspann auch schon sehen konntet, hat vor langer, langer Zeit dort eine, ja, wie nennen wir das jetzt? Ältere Frau ihr Unwesen getrieben? Manche böse Zungen würden vielleicht behaupten, es sei eine Hexe, wer weiß. Ja, und da habe ich mir eben so ein bisschen überlegt, dass nach und nach dieses Haus eben ein bisschen verwildert wurde und ja, über die Jahre hinweg hat sich natürlich auch nicht so wirklich jemand drum gekümmert und irgendwann hat sich jemand ein Herz gefasst und gesagt, hey, wir wollen dieses Haus renovieren, wollen aber den alten Charme ein bisschen beibehalten und bauen daraus ein Café. Und natürlich hatte ich auch so im Hintergrund, ich möchte einen anderen Grundstückstyp als ein Wohngrundstück haben und habe diesmal eben ein Café gebaut, damit in Hanford und Bagley dann auch ein Café steht. Und ich wollte dieses Alte mit etwas neuer aussehenden verbinden, aber trotzdem im Rustikalen bleiben. Da hat mir das Werwolfspack tatsächlich auch sehr geholfen. Da sind ja ganz viel abgenutzte Möbel und sowas, also richtig toll zum Bauen für dieses kleine Projekt hier. Gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil es trotzdem ein kleines Haus war, wollte ich auch, dass es relativ klein bleibt, dass ich einfach auch für mich wieder so eine kleine Challenge habe und umso kleiner das Haus, umso gemütlicher finde ich es auch immer. Im unteren Bereich des Hauses habe ich dann
eine Dusch- und WC-Anlage gebaut, zwei Räume, damit auch mehrere Sims gleichzeitig auf die Toilette gehen können. Ja, und dieses Café wurde so nach und nach eben hergerichtet, es wurde neu angepflanzt, es wurde schön angelegt. Aber irgendwie liegt auf diesem Grundstück seit jeher ein Fluch und ich habe dem Grundstück auch extra die Merkmale verflucht und unheimlich gegeben. Also, und auch als Herausforderung, dass eben öfter mal was kaputt geht oder dass es heimgesucht wird oder irgendwie so in der Art, glaube ich. Denn ich wollte dem Grundstück eben so ein bisschen mehr Charakter geben und das gelingt mit Grundstücksmerkmalen eigentlich immer super gut. Diesmal war mir irgendwie der Außenbereich auch wieder super wichtig, also dass es auch von außen irgendwie schon so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Und bei der Geschichte, die man sich ja so erzählt, Hänsel und Gretel, da war ja auch das Häuschen, das sie so tief im Wald gefunden haben, von außen sehr schön, sehr einladend und ja, verführerisch, dass man vielleicht davon abbeißen möchte. Das würde ich jetzt bei diesem Haus nicht empfehlen, weil es einfach aus Stein ist. Aber dass es von außen anlockt, aber innen eben nicht das beherbergt, was es von außen scheint. Irgendwie so. Und das wollte ich so ein bisschen mit der Außendeko eben zeigen. Und innen habe ich dann auch angefangen, alles zu dekorieren, alles schön zu machen, auch so ein paar kleine Details zu verstecken. Also ja, in den Waschräumen ist zum Beispiel auch eine schwarze Katze oder so eine kleine Figur, also der Sensenmann als Zwerg. Damit man auch so ein bisschen im Innenraum dann das Gefühl bekommt, okay, dieses Haus hat eine Vergangenheit, okay, hier war irgendwas mal ein bisschen komisch oder ist vielleicht immer noch ein wenig seltsam. Und da habe ich dann auch einen kleinen Detailraum geschaffen, der natürlich sehr verwachsen ist, damit man da jetzt auch nicht unbedingt mehr rein kann. Und in diesem Detailraum habe ich eben eine verborgene Kammer geschaffen, in der sich diese alte Frau von damals eben gern aufgehalten hat. Und außen, da durfte ein wichtiges Detail natürlich nicht fehlen, ein großer Ofen mit einer großen Ofentür und einem Kamin, der für, ja, gewisse Zwecke genutzt wurde, aber nicht um sein Hühnchen zu braten. Und auch im Außenbereich habe ich vor allem auf so Tischdeko und sowas geachtet. Also im Innenraum war ja nicht so super viel Platz, dass man sich hinsetzen kann. Deswegen habe ich ja auch Tische im Außenraum platziert. Und im hinteren Bereich, wo eben dieser große, geheimnisvolle Ofen noch sichtbar ist, den habe ich auch so ein bisschen versteckt durch Gestrüpp und so weiter. Ja, für die Nacht habe ich dann ganz viel Lampen platziert, damit es auch in der Nacht ein bisschen mysteriös, aber ja, auch einladend aussieht. Und dann bin ich noch durch den Debug gegangen, habe ganz viele Sachen platziert, um das Ganze noch ein bisschen verwilderter aussehen zu lassen, vor allem im hinteren Bereich.
Ja, und im unteren Bereich, also im Keller, habe ich dann auch noch so ein paar Debug-Objekte, ein paar Details platziert, denn in diesem Keller sind definitiv keine schönen Dinge geschehen für die Besucher dieses Hauses. Hier sieht man auch, habe ich die Merkmale noch eingestellt für das Grundstück. Und dann würde ich mich jetzt auch schon von euch verabschieden. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao! Retribution. Oh yeah, we want retribution.